Willkommen zum Duell Getafe gegen Real Madrid. Für die Königlichen ist es ein sehr wichtiges Spiel und zugleich ein sehr schweres Auswärtsspiel, denn bei Getafe hat Real in den letzten Jahren nicht viel gewonnen. Dementsprechend konzentriert gehen die Madrilenen hier auch von Anfang an ans Werk. Mit dabei Rafael van der Vaart. Aber schießen wird Granero. Kopfballabwehr von Getafe und der erste Warnschuss. Und Oscar Alfredo Ustari, der wird in diesem Spiel noch einiges zu halten bekommen. Dann Freistoß Ronaldo, 13. Minute. Und da hat er keine Chance, der Torwart von Getafe. Tolles Tor von Cristiano Ronaldo. Das 1:0, die verdiente Führung für Real. Es ist ja der Vorgeschmack auf das echte Stadtderby gegen Atletico Madrid am Sonntag. Und Ronaldo ist in echter Schusslaune an diesem Tag. 18. Minute, wieder ein toller Hammer von Ronaldo und Ustari kann parieren. Getafe defensiv nicht anwesend mit einem schweren Fehler nach dem anderen. Rafael van der Vaart, wie viel Platz hat eigentlich Real? Und Higuain ist momentan derart in Topform, dass er sich so eine Chance natürlich nicht entgehen lässt. Sein bereits 21. Saisontor, vorbereitet von van der Vaart, und dann ein platzierter Linksschuss ins lange Eck. Und jetzt Chancen und auch Tore im Minutentakt. 23. Minute, wieder Gonzalo Higuain. Der 22-jährige Argentinier macht sein 22. Saisontor. Toller Pass war das von Fernando Gago. Und dann macht das Higuain auch ganz stark vorbei an Ustari. Und hinein ins Tor. 0:3, 23 Minuten absolviert. Ein echtes Debakel kündigt sich für Getafe an. Und schon wieder Real und schon wieder eine tolle Chance. Es ist nicht zu glauben, wie anfällig die Hintermannschaft der Gastgeber agiert und wie viele Chancen Real hier bekommt. Da darf jeder mal auch Sergio Ramos, scheitert aber zweimal gleich an Ustari. Dann wieder Ronaldo. Sieht gar nicht so gefährlich aus, diese Situation. Cristiano Ronaldo. 0:4. Sein zweites Tor in diesem Spiel. 37. Minute. Also Ronaldo, Higuain, die sind in Topform. Da können wir uns schon auf ein tolles Spiel freuen. Vor allem dann am 10. April im Clásico Real gegen Barça, eine Riesengeschichte, die Laola 1 TV ab 21.30 Uhr übertragen wird. Und dann endlich mal Getafe. Dieser Schnitzer von Casillas, und der hat Folgen. Kein Foul an Casillas. Der mimt den Verletzten. Das Spiel geht aber natürlich weiter. Und der Ball ist am Ende tatsächlich im Tor. Ein kurioser Treffer, den hier Parejo erzielt. Und das ist nicht irgendeiner. Parejo, der wird zurückkehren zu Real Madrid, denn die Madrilenen haben eine Rückkaufoption auf den 20-jährigen Mittelfeldspieler von Getafe. Und da hat es richtig Ärger gegeben. Parejo wollte sich quasi entschuldigen bei Casillas, aber der nimmt diese Entschuldigung nicht an. Und Trainer Mitchell muss den Pausenstand zur Kenntnis nehmen. 1:4. Natürlich eine ganz schlimme Geschichte für den Tabellenachten, der in der zweiten Hälfte dann besser aufkommt. Aber auch nur deshalb, weil Real einen Gang runterschaltet, sich schon schont für die kommenden schwierigen Aufgaben gegen Atletico Madrid und daneben auch gegen den FC Barcelona. Und so haben die Gastgeber hier noch ein paar Möglichkeiten, das Ergebnis zu verbessern. Casillas wird in der Endphase so richtig warm geschossen. Da hat er allerdings keine Chance bei diesem Treffer von Pedro León in der 80. Minute. Sein 5. Saisontor. León sowieso der Beste bei Getafe. Es war kein Abseits. Alles korrekt bei diesem Tor.
Aber richtig spannend wird es eigentlich nicht mehr. Guti auf Ronaldo. Und der hätte hier beinahe sein drittes Tor gemacht. Ustari mit der Abwehr macht das kurze Eck zu. Dann wieder Pedro Leon. Beim Freistoß, 88. Minute. Guter Schuss, etwas zu zentral. Und deshalb hat Iker Casillas eigentlich keine großen Schwierigkeiten, den Ball übers Tor zu fausten. Und nachdem Real sehr nachlässig agiert, gibt es auch in der Nachspielzeit noch Gelegenheiten für Getafe. Hier auf einen weiteren Treffer und das Privatduell Pedro Leon gegen Casillas geht in die nächste Runde. Aber dann ist es vorbei. Real macht ganz wichtige 3 Punkte im Kampf um den Titel, gewinnt souverän 4:2 bei Getafe.